Willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Really now. You mustn't shirk your duty. Ich weiß. Tis the arisen we serve here. I'm well aware of that, thank you. Keiner vergisst die Sachen, was wir hier machen. Vasallen mitkommen. So, ich war hier am Wochenende weg, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich wünsche erstmal allen einen wunderschönen guten Tag. Letzten Tage wie heute kommt auch nur ein Video, beziehungsweise vielleicht noch ein Stream dazu. Und heute Abend ist dann bei Twitch der Stream. Oder er war schon, wenn das jetzt hier noch später rauskommt, das weiß ich nicht. Muss ja auch fertig gerendert werden. Ja, mehr würde ich aber noch nicht dazu sagen. Wir gehen hier dem nach natürlich. Machen diese Quest jetzt hier. Ja. Ja. Wenn ich nicht zu Hause bin, geht das halt nicht. Aber ich versuche dann wirklich mindestens eine Folge rauszuhauen und so, ne, wenn ich weg bin mal. Und dann guck mal. Also ich war wirklich den ganzen Tag weg. Warum würdet ihr gerne wissen? Bestimmt. Das erzähle ich dann aber in 3 Wochen. Hoffe in 3 Wochen. Vielleicht auch 4. Muss ja auch selber Zeit haben dafür. Ne? Der Tag ist dann wieder ein ganzer Tag weg. Ich brauch dich nicht, danke, aber du siehst interessant aus. Ja. Einen ganzen Tag dafür Zeit nehmen, ne? Was man denn ja auch hat. Ich wollte da nicht runter. Dann bin ich da runter. Jetzt muss ich hier runter. Au. Oh. Guter Mann, ich bin vom Himmel gefallen. Es tut mir leid. Ja. Erzähl ich dann erst später, wenn das alles fertig ist. Der ganze Stress hier und sowas. Ist nichts Schlimmes, ist was Wunderschönes. Was richtig Wunderschönes. Ja, da oben ist einer. Dann holt mir das. Da kann man hoch und runter, von da kommen die. Entschuldigung, ich wollte mich nicht an dir festhalten. Ich wollte eigentlich mich nur festhalten zum Hochlaufen. Ist alles auf einer Taste, es tut mir leid. Aber ich will ja wirklich noch die... Ja, also, wenn wir schon hier unterwegs sind und die Prüfung machen, wollen wir ja auch diese Kiste haben. Beziehungsweise, wo haben sie die denn gefunden? Hä? Ihr habt gesagt, da ist eine Kiste, aber wie kommt man da hin? Wo ist sie? Jetzt stürzen wir wieder hier runter, wo wir eben schon unten waren. Und sagt dann, da oben ist eine Kiste, obwohl ihr da hinten wart? Ha, auf jeden Fall Adlerauge, wow. Ist auf jeden Fall nichts Schlimmes, oder ein wunderschönes. Wenn ihr denkt, was jetzt bei mir passiert ist oder sowas. Es bleibt alles beim Alten, ja. Und ich werde auch irgendwann wieder 3 Videos am Tag raushauen und so. Aber wenn man halt viel zu tun hat und es geht mal nicht, dann hoffe ich, dass man das auch verstehen kann. Dass dann wenigstens mindestens 1 Video am Tag rauskommt. Ne? Vielleicht auch noch 2. Je nachdem, wie ich es dann schaffe. Wenn ich morgens das mache, hochlade schon mal und dann... sagt, das soll sich alles selber freischalten und so. Vielleicht manchmal auch 2 gleichzeitig, dass die sich nach und nach freischalten, ne? Muss man gucken. Not a moment too soon. We must find my sister and save her from the ogre's clutches. Veninume. Mormartir tel adaka kiriandio. Bei 11. Wieso verstehen wir die überhaupt? Nun morivin wi alcarwa menelume, lis anantor luntena. Nando in far echialis, pelinolwende, sinde, soron, aele, alvekil. Glintwö, aber so hieß doch unser, oder? Oder hier heißen die anders und Glintwö nennt man einfach Elf. Achso, das ist Glintwö. Falis tulia fune numin, osto taralia osto telpe. Lungtene nun, we fa atacher.
Tretet beiseite. Ja, wir machen das schon. Kommt. Du hast die Ahnenkammer erreicht. Ja, wir werden da auch reingehen. Weil wir haben so einen schon mal besiegt. Warum sollten wir das nicht? Narrow passages may await us. Be on your guard. Very well, if one must. Aua, ich wollte ihn da vorne treffen. Es tut mir leid, dass ich den da hinten analysiert habe. Aber wenn ich da bin, bräucht ihr Elben. Das sind ja Elben. Jetzt fange ich schon wieder an mit Elfen und Elben und sowas. Bräucht ihr Elben keine Angst haben. Das funktioniert schon alles. Guck, meine Vasallen sind auch stark. Wir sind gemeinsam stark. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Wir kommen immer ohne Probleme dadurch. Habt ihr das noch nicht? Habt ihr das denn? Lass sie mal in Ruhe. Seht ihr, wie schnell das geht? Teamwork. Wo war der denn jetzt hier? Achso. Da, er liegt schon. Aber von wo kam der andere denn jetzt her? Von der Seite hier? Aha. Gefunden, das Nest wahrscheinlich. Er hat mich gehauen. Wird ihr mich unterstützen? Ja, muss man dann gucken, ne? Was in ein paar Wochen dann passiert und sowas. Na, 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 na. Soll ich einen Tipp geben, damit ihr nicht auf falsche Gedanken kommt? Auf jeden Fall. Bin ich eigentlich mein ganzes Leben lang mit Welpen, sage ich schon, mit Hunden aufgewachsen? Na. Ja, ja, ja. Deswegen, ja, könnt ihr euch ja euren Teil denken. So. A common reward, frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Also, ne? Deswegen war ich weg. So. Jetzt geht's hier aber um das Spiel. Wir sollen sie ja retten. Wie gesagt, ausführlicher werde ich das sagen, wenn alles aller Stress rum ist und sowas. Deswegen, ja. Und weil ich aktuell und auch in Zukunft viel Zeit dafür haben werde, ne? Deswegen. A battle avoided is a battle won, I suppose. Let us defer to the Arisen's judgment. It's no great shock to me. Aber ich werde das noch ausschweifender erzählen, dann später irgendwann mal. Von daher, ich möchte gerne was Ungernes erzählen, was dann halt noch in der Zukunft ist, ne? Nachher freut man sich dann und dann klappt irgendwas nicht und so und dann ist ja halt, ne? Dann halt doof. Natürlich könnte jetzt nichts nicht mehr klappen, aber, ne? Ich bin da immer so, ich sage meistens erst was, wenn
Mal angenommen, man würde sich irgendwo bewerben, das ist ja zum Beispiel, ja. Das fernab davon ist, da auch keiner erraten kann, worum es geht. Und viele, die vermutlich jetzt richtig gut zugehört haben, wissen eh schon, worum es eigentlich geht. Aber dieses Beispiel mit der Jobsuche zum Beispiel, wenn dann gesagt wird, ja, eigentlich passt du zu uns, wir warten noch mal die Papiere ab, dann musst du nur noch unterschreiben und dann darfst du hier arbeiten. Aber erstmal schicken wir dich nach Hause und wir warten dann auf die Briefe, bis die fertig sind. Und dann kannst du noch mal kommen und sie unterschreiben. Dann würde ich immer sagen, ich erzähle nie was davon, nie jemanden. Bis das in trockenen Tüchern ist zum Beispiel. Es ist ja dann eigentlich schon klar, dass ich da arbeiten werde, ja. Aber weil, ne, das noch nicht abgeschlossen ist, würde ich das nicht sagen. Erst dann, wenn ich den Vertrag in der Hände halte, alles Mögliche und alles zu Hause habe und schon wahrscheinlich morgen arbeiten werde, würde ich sagen, cool, ich habe einen neuen Job und sowas. Ne? Das zum Beispiel, da würde ich das auch nicht sagen. Vielleicht nennt man das auch Aberglaube oder sowas, dass was Schlimmes passieren würde. Nein, das denke ich ja auch nicht, aber ich will halt nur nichts erzählen, was dann halt da, weißt du, man sagt, ich hab das auf jeden Fall, das wird so cool werden. Und dann auf einmal, weil die nicht ehrlich mit dir waren, sagen dann, nö, du passt aber eigentlich auch gar nicht zu uns. Aber sie haben das doch gesagt. Ja, aber nee, kann das ja einfach machen, also ist das jetzt auch einfach so. Das wird dann halt doof. Da gibt es nur Spekulationen oder sonst irgendwas. Auch privat, wenn man das Leuten erzählt. Ja. Vielleicht bin ich da auch komisch. Eigen. Aber so ist das. Also wenn alles fest ist, möchte ich das gerne erzählen. Ist einfach so. Vielleicht hat es auch einfach gar keine Logik und dann ist das halt einfach so. Aber ja, so mal mit klarkommen. Ich werde aber noch erzählen in den nächsten Wochen dann. So, jetzt erstmal zu diesem wunderbaren Spiel hier, wo wir die Elbenschwester von Gwyndir retten werden. Wie wir gehört haben, sind das alles irgendwie Schwestern und Brüder. Die nennen sich wahrscheinlich alle, die hier zusammenleben. Aber deswegen müssen wir sie auch retten. Weil die alle voneinander einstehen. Ne. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, mach das mal. Ich suche mal hier oben, ja. Ich habe hier eine Kiste gefunden, natürlich. Ring der Wahrnehmung, schon wieder ein. Den können wir jetzt aber diesmal verkaufen, oder? Ein Vasallen den geben, so. Was habt ihr denn hier eigentlich jetzt gefunden? Also. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Okay, dann mach mal. Ach ja, sie hat ja Explosionspfeile. Weg da! Okay, war unspektakulär. Ich dachte jetzt, was hast du denn jetzt weggeräumt? Mach das nochmal. Ah, jetzt der Weg freigeräumt. Der war doch nicht so gut mit den Pfeilen. Die Magierin konnte das besser, aber gut. Ich weiß das zu schätzen, dass du es versucht hast. Ja, natürlich. Da hinten geht's auch noch weiter. Da sollten wir vielleicht hin, aber hier. Lass uns mal gucken gehen. Oh, ich mag dieses Klettern und sowas, ja. Alles davon ist doch nice. Eine Abkürzung. Wir sind dann... Hier ist die Laube. Und hier oben sind wir dann zum anderen Zugang. Oh, ich wollte nicht runterfallen. Ich weiß gar nicht, ob wir dann da hochkommen. Ich wollte nur gucken, ob noch eine weitere... Wir waren schon mal hier, ne?
Ich wollte gerade nur gucken, ob hier noch eine weitere Leiter runter muss. Aber nee, man kommt immer wieder hoch. Gut. Hätte ja sein können, irgendwann gibt es so Doppelleitern oder so. Einmal kurz nachgucken, bevor man weitergeht. Ja. Nom, 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 nom. Lasst uns dann mal weitergehen hier. Ich hatte auf jeden Fall einen wunderschönen Tag gestern gehabt, so ohne Aufnehmen, ohne alles mal. Natürlich macht das sau viel Spaß, aber macht auch mal Spaß, Zeit für sich zu haben. Sie kämpft, vielleicht sollten wir angreifen. My father battles the ogre while my sister is clutched in his fist. But there is still hope, if I act quickly. Listen well, friend. I shall strike the beast's arm while my father holds its attention. The moment the ogre relinquishes my sister, I ask that you lead her. I have ne'er attempted to strike a target so distant before. E'en the trial of archery does not demand such a feat. Yet, for the sake of my sister, my arrows must fly true. Ja, ich rette sie. Ich lauf los. Aber wieso redest du die ganze Zeit? Mach das mal schneller. Keep Darren out of harm's way. We must make our escape and quickly. We must carry Miss Darren to safety. I did not expect. Tschüss, ich bin dann mal weg. Wo ist denn die, wo gehört denn die Gefahrenzone auf? Wird nicht angezeigt, oder? Hier ist keine Gefahrenzone mehr, oder? Und jetzt? Keep Darren out of harm's way. We must make our escape and quickly. Wir müssen hier rausfliehen, echt. Ich würde den aber gerne erledigen. Können wir den Es tut mir leid, er kommt ja. Ich glaube aber, wir sind stark genug, was ich. Ich stelle mich mal hier hin, ne? This? I did not expect. Natürlich nehmen wir sie. Was ist was? Was machst du denn jetzt? A way out. Let us make haste. Hä, das haben wir schon freigeschaltet, ist ja verrückt. There can be no gladder tidings in all the world. Words shall ne'er suffice to express my gratitude. None of this would have been possible if you had not gifted me this bow. You are my sister's savior. I am for heir in your debt. Etaler, lea fermor eldalia eralote. Finlenar. Karilm ilmen arcael. Silfa nambaue nun calael alame. Angadur sindi.
Kemenindor Kanyan Irils Aldekar. Fionar Elwe Arfarne Nenwen Sur Orne. Eteler Lea Fermor Eldalia Eralotte. Ondvana Alvekil Eteler Ne Anler Ailame. Lungtena Peli Telume. Anne Martir Tindume Ingarina Fai Alme Alcarua. Nenwen mor aiwanon, arta hir curir, morfa erando, amanda kil. Kiriando anmaindor hiroth, arta hir curir, morfa erando, amanda kil. Vanelin hiror soron, sorne an famelto, nundis amanda kil angadur. Casinke telpi nun finaler, lera nefir heranon, Anne arca her firnis. Din Lenar, lumtene wi fir nostu. Das ist sehr nett, danke schön. Knows no bounds, friend. 'Twas your kindness that alters my plight as much as this bow. Not only are you my sister's savior, but mine as well. By the by, if you are as passionate about mastery of the bow as I am, perhaps you might speak with my father. His experience ought be of benefit to you. Okay, ich spreche mal mit ihm. Kalael Alame, Karilm Ilmen Arkael, Aidalia Anandor, Nun Lintan. Heror Anne Oya Fermor, Anendune Falumtena, Palan Hjar Menran, Lis Fa Arnefane. Elorato Alla, Nun Mor Ataher. Firnis an Erumar Isilrod et Teller, Lera Aetena. Laikazar an ils Findamund in Ciel. Nefanomo lis Kiriandio mor erlot. Iavstir Lalastar, nun Falasmir Malananon? Anamor lis Turculion Echialis. Das wäre cool, wenn wir das können. Your deeds will be remembered in the sacred arbor for decades to come. Natürlich wird man sich das erzählen. Cool, wir sind bei den Elben angesehen und so. Ich will aber trotzdem noch mal in der Höhle, weil wir haben da noch nicht alles erkundet. Wenn wir schon mal drinnen sind, ne, ihr kennt das ja. Wir werden immer alles erkunden. So ist das halt. So sind wir. Und ihr dürft natürlich mit dabei sein. Ich möchte das sogar. immer. Was sind das hier? Zielkristalleinmarkierungen, die überall platziert werden kann, wohin man zurückkehren möchte. Ein Reisestein bringt einen dann im Nu wieder dorthin. Das ist mein eigener Markierungsstein, wo ich dann mit den Steinen reisen kann. Cool. Wenn wir mal irgendwann ein eigenes Haus haben, packen wir es einfach hin. Nie wieder dann zum Lager laufen. Ich weiß, dass wir eins haben, aber wir, da ist ja in der Stadt ist ja ein Zielkristall, ne? Pray, keep your wits about you. We needn't go barging in. Lasst uns sehr schnell nochmal hier reingehen. Und erkunden, weil ich muss eigentlich bei 20 Minuten aufhören. Wir sind schon drüber. Aber wenn wir das schnell hier erkunden können, rausrenne ich dann alleine nächstes Mal. Und wir fangen bei den Elben vielleicht an und erkunden dann noch ein bisschen. Und dann denke ich, werden wir die letzte Mission erfüllen, die heißt, bei der Krönung dabei zu sein und wahrscheinlich aufzudecken, dass sie nicht gut für das Königshaus ist und dass ich die wahre Erweckte bin und wir vielleicht dann gekrönt werden oder wir werden vertrieben. Wer weiß. Deswegen sollte man das wahrscheinlich auch erst zum Schluss machen. Vielleicht passiert irgendwas Schlimmes. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Also ich weiß auf jeden Fall nicht. Ihr wisst es vielleicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich habe das ja auch schon gespielt. Dann maybe, aber lass uns das gemeinsam rausfinden.
daher noch die letzten Wälder hier erkunden von den Elben. Und dann geht es wahrscheinlich weiter. Ich hätte nie gedacht, dass das Spiel mir so viel Spaß machen würde. Na, am Anfang wegen den ersten Teil, ja, mal reingucken, hat ja schon ein bisschen Spaß gemacht. Aber jetzt immer mehr, auch wenn die Geschichte so plump ist, weil habt ihr ja gerade selber gesehen, rettet sie und erstmal ganz viel reden, während die da am Versterben ist. Und dann müssen wir sie da rausholen. Dann wollen wir ihn aber niederstrecken, weil wir das ja können. Und dann springt irgendwie die Katze nach vorne und er lässt das einstürzen, was wir schon eingestürzt haben. Und dann sind wir auf einmal draußen. So, hä? Hier ist auf jeden Fall ein Geheimgang, wo wir dann woanders wahrscheinlich wieder hier reinkommen. Als Abkürzung. Von einer anderen Höhle vielleicht. Vielleicht hier. Kann ja sein, von hier aus, ne? Vielleicht. Dann sind wir schneller an Melf dran. Irgendwann durch eine Geschichte hier durch. Keine Ahnung. Von hier kriegen wir es auf jeden Fall nicht auf. Und nach links durchzugehen, sehen wir auch gar keine Chance. Hier war auch nichts. Ja gut. Da hier nichts ist, ich sehe auch nichts mehr. Hier ging es raus, hier kamen wir rein, hier war auch nichts. Würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder im Elbendorf und dann erkunden wir noch ein bisschen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag und habt einen schönen Tag noch heute. Oder guckt im Stream vorbei auf Twitch, Zerra live. Also Zerra live, so Zerra unterstrich live. Könnt ihr gerne vorbeikommen, wenn ihr möchtet. Final Fantasy 14, Stormblood sind wir gerade dabei. Der Weg nach Shadowbringers, dann nach Endwalker und dann kommt ja auch schon Dawntrail raus. Bis dahin, tschüss, schönen Tag noch. Danke fürs Zuschauen.